Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen Projekt und verdammtes Mistwetter. Ja, willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen heute Minecraft World Galactic Resurrection. Ja, ein komplett neues Modpack. Ich habe mich dann auch mal von den HQMs überreden lassen. Was ich aber mal ganz kurz mache. Besser. Ja, wir spielen das hier erstmal im Singleplayer. Eigentlich war geplant, dass der... Ach komm, wir gönnen uns hier mal ganz kurz. So, müssen wir jetzt nicht schon sofort haben. So, geplant war, dass der liebe Crazy eigentlich auch dabei ist, aber problematischerweise, sein Rechner packt das Pack nicht. Deswegen gibt es das jetzt erstmal alleine mit Mieke. So, dieses HQM, wie ihr merkt, ist schon ein angelehntes an Sky Factory und so weiter. Mit jede Menge Quests. Oh, da muss ich nochmal schnell. HQM Quest. Gut, haben wir gleich noch eins dazu bekommen. Können wir nochmal hier reinpacken. Gut, was haben wir denn hier alles? Welcome to Worldly Galaxies Resurrection. Ja, fangen wir mal an. Wir haben hier Back to Basics, Agriculture, So Many Flowers, Aura Theory. Wir haben jede Menge, also das wird etwas dauern, bis wir fertig sind. Back to Basics. Wir brauchen als allererstes Wood. Welcome to the modpack. Let's get started by doing what every Minecrafter does. Punching Wood. Ja, hier haben wir schon einen Bone Crook und einen Chance Cube. Die Chance Cube werde ich irgendwann mal machen. Die zu öffnen in einer Special Folge. So. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Damit schon das, was ich wollte. Wir haben hier ein Super Leaf vom Mud Pools for the Alchemist. Wie viel brauchen wir? Oh, wir haben schon. Kleinen Reward. Bevels. Let's start the process of getting cobblestone. First you need bevels to make dirt. Craft 4 bevels to complete this quest. Okay, dann machen wir mal bevels. So, machen wir erstmal hier so und dann so. Eine slightly larger chest haben wir hier. Gibt es eigentlich irgendwie eine Möglichkeit, wie man Biome ändern kann, weil ich habe keinen Bock wirklich jetzt hier im Schnee zu hocken. So, ein Barrel, packen wir mal hier hin. So, da... Void! Unbreaking Senior Sichi. Ja, Vein Miner ist auch drauf. Gut. Also dieses Pack, wir werden wahrscheinlich eh nochmal nachher ein bisschen rumsitzen. Ich will jetzt erstmal ganz kurz hier die Bäume fällen und so weiter. Dann zeige ich euch mal so, was für Mods dabei sind. Und ich sage euch, es wird kranke Scheiße geben. Also dieses Pack hat mehr Potenzial als Infinity Evolve, meiner Meinung nach. Und das Pack ist schon hammerhart. So, dann machen wir hier schon mal ein bisschen Dirt. So, wir haben hier ein Super Leaf. Das könnte... Wow. Danke. Weißt du was? Alter. Was hier alles angescheißert gekommen ist. Schon nochmal ein Stack Saplings. So kann man es mal auch machen. Ja, dieses Super Leaf werde ich jetzt mal ganz kurz erklären, was das kann. Ist relativ lustig, finde ich. Das können wir futtern. Und jetzt haben wir so eine Power-Anzeige, was wir damit können. Wenn wir jetzt rennen, wir werden schneller. Und dann können wir ein bisschen höher springen. Ja, und wenn wir runterfallen, können wir auch immer so weiter Leertaste machen und wir jumpen dann langsam runter. Aber wie ihr gesehen habt, das verbraucht sich nach einer Zeit. So. Oh, hallo Bowie. Komm, den fahren wir noch ab. Dann müssten wir eigentlich schon genug haben. Okay. Das sollte schon reichen. Ja, das reicht. Können wir hier die Slabs wieder zu? Ja, können wir. Ach komm.
Was soll da ja jetzt? Machen wir noch ein sechstes. Hier sollte es nicht schneien. So, jetzt haben wir 3-3, super. Machen mal ganz kurz ein Abel. Nabel on Ei. Ich will mal kurz wissen, war das... Nee, das war nicht hier. Es gab nämlich noch einen Mod, da konntest du hier so die ganze Zeit so sneaken und dann wurden die gedüngt. Fand ich relativ lustig. So, ich will jetzt aber nochmal ganz kurz hier ein paar Trüchen machen. So zwei Doppeltonen. So, da kommen hier mal die Chance Cubes rein. Und dann hier der Rest erstmal. So, nochmal ein Abel essen. So, was gibt's denn hier so alles an Mods dabei? Wir haben hier Forspace, Callisto, Europa, bla bla bla. Forspace ist, glaube ich, für Galactic Craft sein. Advanced Lightsabers Mod, okay. AE2, Wireless Crafting Terminal, das ist geil. Alchemy Craft, AgriCraft, Ancient Trees, können wir mal reinschauen. Aquaculture sieht relativ interessant aus. Die Mining World haben wir dabei. Aura Cascade, damit kenne ich noch gar nicht aus. Oh, Avaritia, dazu kommen wir später noch. Wir haben hier Backpacks, Bobbles, Buildcraft haben wir dabei. Wir haben Better Builders Wands und Better Furnaces. BBCraft und die Add-ons. Big Reactors, da werden wir auf jeden Fall mitarbeiten. Blood Magic, Botania, Botany. Ja, wie gesagt, Buildcraft. Calculator kenne ich auch noch gar nicht. Carpenter's Box, Chance Cubes, habe ich das schon gesehen. Chisel, Clockwork, Face, Cooking for Blockheads. Deep Resonance kenne ich auch noch nicht. Draconic Evolution, das wird lustig. Enchanted Plus, Ender.io, Ender Tag. Enhanced Inventories. Ad Futurum, der Mod ist genial. Was macht man, wenn die Mods noch nicht kompatibel sind für die 1.7.10? Machen wir doch einen Mod, der die 1.9 oder 1.10 schon beinhält. Ad Forum beinhaltet quasi alles, was dazugekommen ist. Die Banner. Was haben wir hier noch? Alles hier. Die Beetroots. Die Chorus Fruits. Finde ich genial gemacht. Ja, Astris Compressum Nihilo. Exotic Birds. Da werden wir noch ein bisschen mit leiden müssen, finde ich. Exa Breeze. Breeze Beast. Trees Cells. Utilities. Biomes XL. Flex Beard Steam Power. V3. Wow. Full Throttle Alchemist. Ich frage nicht, warum das hier so gerade dunkel wird. Nee. Ja, okay. Galactic Craft, Genny's End, Nether Surface, Garden Containers, Garden Core, Garden Stuff, Garden Trees, Gendustry. Die Gravity Gun ist dabei. Natürlich Chaco M. Iguanas, Tinker Tricks, Immersive Engineering, Improving Minecraft. Smooth Stone Stairs. Was? Wir können's. Ich will es nicht wissen. IC2 ist dabei, Inventory Pads, Iron Chairs, Jabba, Logistic Pads, Loot Bags sind dabei, Lumberjack, der Power Suit ist dabei, Magical Crops haben wir dabei, Magnamius Tools, Magnetic Craft, Mantel, MC Frames, Mechanism ist dabei, damit werden wir auf jeden Fall arbeiten, Metallurgy, ganz besonderer Mod, nennt sich Minecraft, Minecraft Comes Alive, kann ich auch noch nicht so wirklich, muss ich mal reinschauen. MFR, der Furniture Mod, Natura, Nether Ores, Open Blocks, Pam's Harvest Craft, Portugan, Power Con. Converters? Wieso habe ich die Äpfel jetzt bekommen? Okay, Power Converters, Practical Logistics, Practical Blablabla, Progressive Automation, Project Blue, Project E, die ganzen Project Red Teile, Community Lib, keine Ahnung, Quantum Flux, ein bisschen schon mal reingeschaut, Railcraft, Redstone Arsenal, RF Tools, RF Tools. Router Reborn, die Ruining Dungeons dabei, Silent Gems, Simple Achievements, Simple Sky Grid, Simply Jetpacks, Solar Flux, Soul Shards, The Old Race, Steve Card, Storage Stores, Thermal, Expansion Foundation Dynamics, die ganzen Tinker Sachen, die Translocator, der Tree Growing Simulator 2014, keine Ahnung, Roblox, Weapons Loot, also wir können nur hier, ach Weapon Case Loot, wir können hier Case Opening irgendwann mal machen, laden mal irgendwann ein. Und Z-Tones. Ich habe jetzt aber einen Mod, habe ich hier. Moment. Muss ich mal ganz kurz nachschauen. Ne, die haben den Mod rausgehauen, die Arschlöcher. Och Mann.
Mann, das ärgert mich jetzt gerade richtig. Der Mod war cool. Die hätten nämlich noch hier Tech Reborn drin. Deswegen hätte ich den Mod, das Pack eigentlich ausgesucht, aber okay. Ja, gut. Wer nicht weiß, was Tech Reborn ist eigentlich auf blöd Quack-Tech. Ach, wir müssen noch die Barrels hier. Ich habe jetzt eine Erde verschwendet. Mist. Okay. Hier, vier. Ach so, die gehen weg. Okay. Einen weiteren Chance Cube. So, was geht als nächstes an? Wir brauchen vier Dirt. Okay. Kein Thema. Gib uns mal das Saplings. Ja, irgendwie ist hier auch das, Infix ein bisschen nach oben spacken. Muss ich mal schauen, ob ich da irgendwie eine neuere Version noch reinknüppeln kann. Oh, neue Super Leaf. Weiß dann, was ich mal machen. Erstmal hier den Schnee ein bisschen weg. Also wir werden auf jeden Fall mit Magical Crops arbeiten. Habe ich richtig Bock drauf. Allein schon, glaube ich, auch schon, weil das hier eine Questreihe ist. Hab ich ein Gefühl. Oh. Gib mich mal die Krog. Dankeschön. Okay, was wir ja schon mal machen können. Wir hatten hier irgendwo eine Pickaxe. Ich würde ganz gerne mal erstmal hier das Zeug. Boah, das ist ein bisschen nervig. Das muss ich irgendwie mal. Ja. Hier machen wir erstmal so ein bisschen die Umrandung weg. Dann bauen wir uns hier mal so ein kleines Hütchen hin. Also irgendwie mal einen kleinen Unterschlupf, ne? Also, ja und so, ne? Okay. Ja, ich find's irgendwie schade, dass Crazy nicht dabei ist. Ich weiß auch noch, zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht aufgenommen wegen dem Ende von dem Vanilla-Projekt. Ich habe schon gemerkt, es hat euch nicht wirklich gefallen. Es war eine Idee, die Idee war scheiße. Gut, haben wir anerkannt. So, für alle, die aber noch die Map wollten, kein Thema, die werde ich auf jeden Fall noch sichern und hochladen. Oder habe ich vielleicht sogar schon. Komm, machen wir hier nochmal ein bisschen Platz. Eigentlich können wir jetzt auch hier die Erde abgeben. Können wir machen. Machen wir auch. Wo ist das alle da? Questbuch? Claim Reward. Yay! Oh! Scheiße, ich habe vergessen, schon zieht. Hier so ein Dingens. Na, wie heißen sie? Ein Silkwurm ans Klatschen, dankeschön. Ja, du, genau dich, Schwein, ich danke, du, danke. Danke, dass du das gesagt hast. Du bist top. So, wo kann denn hier alles was spawnen? Nur da hinten bisher, das ist schon mal gut. Okay. Dann mach mal hier den Weg noch drüber. Da bauen wir uns hier so drüben so ein Lager hin, so ein kleiner Unterschlupf. So ein Place zum sicher sein und so weiter, ne? Alles klar. Also ich werde auch nebenbei mal das Pack weiter privat spielen, weil ich das einfach bisher abfeier. Okay. Das nehmen wir mal mit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. 5. Nee, ich pass beiseite. So, nochmal hier ein bisschen absichern. Sehr schön. Das kann dann erstmal weg. Nee, die Schaufel wollte ich behalten, wenn möglich. Danke. So. Dann nehmen wir uns mal ein paar Slabbies. 42 könnten reichen. Erstmal schauen, ob wir irgendwie eine Verbindung da aufbauen. Oh. Ich brauche neue Super Leaf. Ist es schon weg?
super. Alles klar. Und dann bauen wir uns da jetzt mal noch ein Dach drauf. Das war scheiße knapp. Das war verdammt knapp. So. Ich finde es echt schade, dass Tech Reborn jetzt weg ist. Ich hatte echt Bock auf Gregtech wieder mal. Vor allem war das noch das alte Gregtech, so wie ich es damals gespielt habe. Nicht hier die neue Version. Die neue Version finde ich echt... Ich kann es nicht anders sagen. Scheiße. Ey, Alter, was machst du da? Boah, scheiße, diesen Typ manchmal, ne? Der kann doch nicht mal richtig einen Block platzieren. Nicht mal, halben schon mal gar nicht. Ist grauenvoll mit dem. Okay, nochmal kurz Anlauf nehmen und zack. Ich könnte ja was Riskantes machen, ne? Alles klar. Zum Glück bin ich nicht so ein bisschen risikoreich mit meiner Lebensweise hier. Okay, machen wir nochmal 24. Das könnte vielleicht... Nee, das wird nicht reichen, aber... Schon mal besser zum Abschätzen. 3, 4, 5. 3. Ich bin auch nebenbei noch momentan mit dem Street-Digger nochmal Feeds Peace Infinity am Zocken. Den Expert-Mode aber. Und das ist krass eigentlich. Also wir sind jetzt so weit, wir haben gestern es geschafft, ein ME-System aufzubauen. Und wow, das war ein Krampf. Das war echt ein Krampf. Ah, vielleicht gehe ich auch später nochmal auf den Server und spiele noch eine Runde. Ich weiß nicht, heute habe ich irgendwie so einen Minecraft-Tag. So, ich werde aber glaube ich offscreen nochmal ein paar Strings und so weiter vorbereiten. Noch ein paar Bäume. Wo war es hier? Ja, jetzt haben wir hier da schon mal eine kleine Basis. Oben drauf kann ich spawnen, das ist super. Das kommt hier rein. Können wir mal in die reinschauen, was uns noch alles erwartet? Können wir hier schon mal reinschauen? Agriculture. Wir brauchen... Okay, Seed Analyzer ist nicht möglich. So many flowers. Ja, auf Botania müssen wir auf jeden Fall gehen. Aura Theory, wie fängt man da an? Enzyklopädie Aura, okay. Oh, da kriegen wir schon eine Weapon Case. Second Edition, wow. Okay, was haben wir denn noch alles so? Project Overpowered? Ja, okay. Da braucht man Philosopher's Tower. Ich glaube, das gibt erstmal keinen. Was ist das, bitteschön? Kleinstar Omega? Was ist ein Kleinstar Omega? Das interessiert mich mal gerade. Das kenne ich gar nicht. Okay, Kleinstar 4. Kleinstar 4. 3, 2, 1. Mobius Fuel. Alchemical Code. Yo. Alles klar. Gut. Und sonst so? Tinkering. Ja, da werden wir auf jeden Fall früh ein paar Erfolge haben. Also hier vom Ressourcenbeschaffen her ist es wirklich nicht so angelehnt wie die anderen. Hier immer 777. Also du hast zwei Möglichkeiten. Entweder gehst du auf Magical Crops, das wir machen werden, oder du gehst auf die ganzen Maschinen, baust eine Quarry in der Mining World. Werden wir wahrscheinlich auch nochmal machen. Ja, was ist das? Endforged Sword. Das sieht ja cool aus. Ja, vielleicht muss man mal hier so ein Labyrinth Museum aufbauen, meine Güte. Heute habe ich es aber auch mit der Sprache. Translocator, ja, okay. Was haben wir noch? Demonic Rituals. Blood Magic werden wir auf jeden Fall machen müssen. Factory is in Space. Ja, es geht für uns auch ins Weltall. Jo. Bin ich mal gespannt, wie das klappen wird. Transportable Pets, die kenne ich noch gar nicht. Was ist das?
Shield Pad. Ist das so Wizard Pad gibt's hier heute? Wow. Ich will Schweinepad. Ich will's. Nether Portal Pad. Portable Bed. The Bed Pad is. Ah, okay. Evolving Dragons. Ja, Draconic Evolution. Soll schon bekannt sein. Crops Made of Magic. Ja, wir werden hier einmal alles durchtischen. Ich werde wahrscheinlich eine kleine Farmanlage machen für so einige Sachen. Für so einige Seeds. Oh, not the bees. Tut mir leid, aber das werden wir leider auch machen müssen. Automation Empire. Das wird lustig. Wir werden einmal... Wie viel sind das? 1 Million Kobbel? Ja, können wir mal machen. Moon Dirt. Normalen Dirt. 25.000 Vanilleeisen. Achso, auf each Ingot. Vanille Ingot. 1000 Dias wird easy. 10.000 Draconium. Auch kein Thema. Das wird lustig. 1000 Awakened Draconium. Und 10.000 Toast Sandwich. Oh, das ist so ein Storage Set. Eigentlich würde ich sagen, wir gehen als allererstes hier auf die Cobblestone Fabrik, dass wir das so viel wie möglich kriegen am Anfang. Da haben wir schon relativ früh eine 256k Storage. Ja, das waren so die Quests im Allgemeinen. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit der ersten Folge von Worldly Galaxies Resurrection. Ich würde dann sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich lasse mal Wasser zulaufen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich werde noch ein bisschen hier ausspielen vorbereiten. Und zwar einmal hier so einen Silkwurm. Hier sind jetzt ein paar Bäume zusammen. Und dann hier haben wir schon mal voll. So, Strings haben wir. Gut, dann geht es in der nächsten Folge weiter. Bis dahin. Tschüss.